Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dishonored 2. Wir haben ja in der letzten Folge das kaiserliche Konservatorium besucht und hatten eigentlich den Auftrag, die Brianna, die ja hier vorne jetzt ist, ne, und ihre von ihren Kräften beraubt wurde, halt eigentlich umzubringen. Ich habe aber die Idee, sie nicht zu töten, sondern ihr die Kräfte zu nehmen, weil das ist genauso effektiv. Ja, jetzt kann sie nämlich nichts mehr machen. Und jetzt muss ich nochmal mich ein bisschen umsehen. Und Knochenartefakte und den ganzen Kack sammeln. Eigentlich kann ich auch von ihr fliehen, wenn ich wollte. Aber das will ich jetzt noch nicht tun. Weil es könnte sein, dass hier noch einige Sachen sind, die man aufnehmen kann. Und die mir auch ein bisschen weiterhelfen, ne? Gerade im späteren Spielverlauf könnte das ziemlich ideal sein. Aha. Oho. Ich weiß nicht, ob Bücher überhaupt Kohle bringen. Im Übrigen scheinen die ganzen Hexen auch nicht mehr vorhanden zu sein, seitdem ich Brianna ihrer Kraft geraubt habe. Denn eigentlich waren ja hier Leute, die sind alle weg. Hätte sich eigentlich nur unterhalten. Und da sie nun ihrer Kräfte beraubt ist, ja, ist es besser für uns. So, hier haben wir noch ein bisschen, was ich mitnehmen kann. Ich habe aufgeräumt. Hier steht: Herrin Brianna, wie gebeten, habe ich ihre audiografischen Aufzeichnungen im Archiv im Keller eingelagert. Außerdem habe ich auch um das Orakulum aufgeräumt, ganz wie sie wollten. Ein paar der anderen haben über die alten Linsen geredet, die sie nach dem Unfall aus dem Orakulum entfernt haben. Meinten, sie wollten diese Linsen für immer auf dem Meeresgrund begraben. Naja, das schien mir nicht richtig zu sein. Also habe ich sie einfach in der Bildniswerkstatt verstaut, falls sie sie noch einmal brauchen sollten. Ich habe alle meine anderen Aufgaben erledigt, also koche ich nun ihren Disteltee, so rum. Ich bin dankbar für die zweite Chance, die sie mir gegeben haben. Mit der Zeit werde ich Delilahs Präsenz sicherlich spüren und die Magie erlernen, so wie meine Schwestern. Werfen Sie mich bitte nicht raus. Ich werde Sie und unsere Kaiserin mit Stolz erfüllen. Das verspreche ich. Carina oder Corinna? Sagen wir einfach Carina. So, dann haben wir hier noch einen anderen Brief. Delilah, wenn wir nicht reden können, schreibe ich ihm. Es gibt Dinge, die nur du verstehst. Jeden Tag spüre ich, wie meine Verbindung zum Nichts stärker wird. Und durch mich ruft deine Kraft diejenigen, die sich unseren Zirkel anschließen könnten. Neue Gesichter, neue Stimmen. Unsere Verbindung ist stärker als in Brickmore. Und doch scheinst du so weit entfernt zu sein. Wären wir zusammen, könnte ich dir mehr sagen. Es ist, als könnte ich eine andere Zeit und einen anderen Ort sehen. Du hast einen Vorhang beiseite gezogen, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Oh, Delilah, der Wind trägt ein seltsam und wunderschönes Flüstern zu mir. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dein Werkzeug sein zu dürfen. Und dieses Werkzeug ist nicht mehr. Hier ist ja auch Delilahs Statue. Ich glaube mal, ich kann damit mit ihr kommunizieren. Das werden wir dann auch noch machen. Aber erstmal alles mitnehmen, was geht. Klauen, was das Zeug hält, weil wir brauchen das Geld. So, was haben wir denn hier? Zerbrochenes Wahlknochenschwert. Aha. Ich merke hier irgendwas. Vielleicht irgendwo ein Knochenartefakt. Hier haben wir in der letzten Folge die Linsen geholt. Steht hier. Die ursprünglichen Linsen, die Jindosh und ich für das Orakulum entwickelt haben, waren erschreckend minderwertig. Sie haben die Energie aus dem Nichts zerstreut, statt sie zu bündeln. Mein Kopf dröhnte vor Lärm und ich verlor fast den spirituellen Bund mit Delilahs Magie. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Zirkel die Schwestern des Ordens des Orakels kontrolliert. Aber ich weiß nun, wie groß das Risiko ist. Die alten Linsen hätten mein Untergang sein können. Sie lagern fürs Erste in meiner Werkstatt, müssen aber zerstört werden. Ha, zum Glück hast du sie nicht zerstört. Und ich sollte vorsichtig sein. Und wenn ich dagegen komme, dann macht's Bumm. Haben wir noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Nope. Das ist ein Buch.
einen Pinsel und noch ein bisschen anderes Gedöns. So, die Frage ist jetzt, wo ich das ganze gute Zeug noch herkriege, ne? So, wir haben hier ein Schwert aufgenommen. Gab es hier nicht noch irgendwo was? Hier ist eine Tür, genau. Die ganzen Hexen sind weg. Schwarzes Knochenartefakt. Aha. Oh nee, oh Gott, nee, das will ich jetzt nicht lesen. Kein Bock drauf. Auf jeden Fall ist es ein wahrscheinlich verdorbenes Knochenartefakt oder sowas. Und hier haben wir auch eins. Betäubungsbolzen. Können wir gut gebrauchen. So. Mal was Schnelles futtern. Mir war so, als hätte ich irgendwo eine Stelle übersehen, ne? Nicht, dass ich jetzt hier einfach irgendwo runterspringen oder so. So, da soll ich hin. Oh. Was? Es geht nicht, warum auch immer. Das ist nicht gut. Hallo, ich will da runter. Haben wir geschafft. Es gäbe wahrscheinlich noch weitaus mehr, was ich jetzt hätte einsammeln können. Aber ganz ehrlich, ich will ja nicht nur alles einsammeln und die ganzen Hexen sind tot. Also habe ich den Zirkel zerstreut. Scheiße, ich habe die Statue vergessen, jetzt noch anzuquatschen. Fuck. Mist. Oh nee, Mann. Oh, das passiert. Genau sowas passiert, wenn man nämlich denkt, man macht alles, dann vergisst man irgendwas. Zum Glück war ich nicht besonders weit weg. So. Ja, kann ich den ganzen Kack nochmal machen? Gut. Ja, sonst nichts Besseres zu tun, wa? Gut, hier ist die Statue. Als ob sie sich vor mir verstecken könnten, Emily. Kleiner schwarzer Spatz. Endlich aus seinem Käfig befreit. Geschafft. Brianna Ashworth ist keine Hexe mehr. Sie Monster, sie wissen nicht, was sie getan haben. Eine großartige Blüte verwelkt und vergeht. Delilah, ich werde alles zerstören, was sie geschaffen haben, bis ich bekomme, was mir gehört. Oh, Brianna. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Der Gedanke, dich nur noch so blass und traurig zu sehen, das ist zu viel für mich. Dafür hasse ich sie, Kleine. Ich werde die Dinge nicht nur wiederherstellen, wie sie waren. Ich werde sie verbessern. Genau so. Deswegen ist sie auch die Kaiserin der Weisheit gewesen, ne? Oder die weise Kaiserin. Wenn ich alles richtig mache, sollte genau das passieren. Das wäre natürlich geil. So. Und ich sollte gleich auf jeden Fall die Stelle abspeichern. Denn ich habe jetzt keinen Bock, dass mir der Spielstand kaputt geht. Beziehungsweise, dass ich sterbe und dann alles nochmal machen muss. So, warte mal. Ja, hier, komm. Machen wir. Also, da ich jetzt bis hier, also wirklich bis jetzt kaum jemanden getötet habe, sondern nur ihre Kräfte oder Erinnerungen gelöscht habe, also glaube ich mal, wird es ein gutes Ende nehmen. So, hier komme ich natürlich nicht raus. Gab es hier nicht noch eine Möglichkeit raus? Also entweder bin ich jetzt richtig intelligent und gehe da nach oben, was natürlich nicht funktioniert. Nein!
will da nach oben. Danke, bitte. Hallo? Was ist jetzt? Ich bin hier noch irgendwo. Genau, hier war's. Jetzt sind wir richtig. Ich habe wahrscheinlich sehr viel Zeug vergessen, aber leck mich einfach. Ich will ja weiterkommen. Mann! Ja, sieh dich ruhig um. Jetzt habe ich ihn erstmal schlafen geschickt. So. Das Problem, was ich jetzt habe, ist folgendes. Ich weiß natürlich nicht. Entschuldigung. Wie ich jetzt hier weiterkomme, hätte ich natürlich auch das entfernen können, ne? Mal toll. Wow. Ich habe mir, glaube ich, keine besonders gute Stelle ausgesucht. Hallo, ist jemand? Das kotzt mich so an. Es sind überall Wachleute. Ist da jemand? Was? Verfluchtes Weich! Hey, willst du mich jetzt verarschen? Nein! Ey, ich kann mich nicht mehr heilen. Danke! Scheiße, ey! Boah, ist das eine Scheiße! Mann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Oh, Gottes Willen. Warum sind die Wege teilweise echt so kacke? Das verstehe ich nicht. Gut, dass ich gespeichert habe, nachdem ich, glaube ich, mit der Leiter geredet habe. War doch so, oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Es ist so ein gutes Spiel und dann verkackt man es gerade an so einer Stelle. Oh Gott, ey, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Oh, das regt mich auf. Das ist einfach nur zum Kotzen. Boah, Junge, das ist teilweise echt für den Arsch. Ah ja, komm, Herzog, halt bloß die Klappe, ey. Geh mir nicht auf den Sack. So, wie komme ich jetzt dahin, ohne groß aufzufallen? Das ist jetzt die Frage. Na schön, da ist auch noch jemand. Der hat ein... Schön.
Der hat einen Helm auf. Kein Wunder, dass ich ihn da nicht treffe. Ey, Alter. Ey, das ist so zum Kotzen, Junge, also wirklich. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen, ohne groß aufzufallen? Vor allem, du siehst halt so wenig bis gar nichts. Ich muss jetzt also die Fähigkeit mal verbessern, weil ansonsten wird das nichts. Nachtsicht, verbesserte Nachtsicht, Vorahnung. Ich habe 6 Runen insgesamt. Was haben wir noch? Domino. Verbinde menschliche Ziele, damit sie ein Schicksal teilen. Schattengang. Nimmt für kurze Zeit eine schlechter sichtbare Gestalt an. Ich habe nur 3, ja doch, 3 übrig. Mesmerieren. Stärke, du kannst Objekte weiter werfen. Erhöhe deine Gesundheit und Widerstandskraft. Reflexe wären auch gut. Und dann Reflexe. So, er speichert jetzt. Ich habe ein Problem, ja. Und ach ja, bin ich glaube ich da hochgegangen. Warte mal, geht es ja auch von hier? Da auf dem Turm? Geht natürlich nicht. Ey, das Problem ist, du siehst... Du kriegst ja bald Essen. Ey, das ist Kacke. Ja, genau, ich fall da runter. Man, will mich das Spiel langsam verarschen, Alter? Wer ist da? Och Mann, ey... Überall. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch schon eine viel bessere Fähigkeit. Dass ich schlechter gesehen werde. Also die funktioniert doch gar nicht. Ey, Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ich sehe doch keine Gespenster. Ey, das... Das kann einfach nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Was das wohl war. Dein Arsch! Boah, Alter, es kotzt mich richtig an. Frag mich, wer das war. Ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich muss es so machen, wie ich es jetzt handhabe. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ich muss jetzt hier durch die ganze Walach... Oh Mann, oh nö! Was war das? Ist da jemand? Oh, willst du mich jetzt ra... Ey, Alter! Nee! Kein Bock jetzt! Boah, das gibt's einfach nicht! Ach, danke! Mann, renn doch mal jetzt! Kätzchen, Alter! Oh.
Warum? Dein Kopf bringt einen guten Preis in Zähler. Das reicht. Gehen wir zurück. Komm schon. Scheiße nochmal. Dein haarigen Arsch ist ausgeschaltet. Worauf wartest du noch? Ein Heuler ist auch noch hier. Ey, wisst ihr was jetzt hier? Komm, leck mich. Du bist ein Unmensch. Ey, wie mich das echt richtig ankotzt hier. Also nee, das ist schrecklich sowas. So, also jetzt komme ich langsam dahin. Ist natürlich trotzdem ganz schöne Scheiße, ne? Ich brauche Ewigkeiten, um dahin zu kommen. Alter, ey. Boah, es ist... Oh, da komme ich natürlich nicht lang. Ich habe natürlich keinen Schlüssel. Nee, Mann, ich kriege hier einen Anfall. Das ist teilweise echt nicht cool. Wirklich. Warum rennt sie eigentlich die ganze Zeit? Ich drück da nicht mal rauf. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier brauche, aber Ewigkeiten wahrscheinlich. Oh Gott. Okay, warte mal. Ich muss mal ganz kurz die Ohren aufmachen. Natürlich sind da immer noch Leute, was ja klar ist. Da ist gar nichts los, Mann. Halt jetzt endlich die Backen. Ey, mir kotzt es richtig an. Also das ist richtige Kotze. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, jetzt bin ich da. Ich hab's endlich mal geschafft. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Es ist geschafft. Ashworth ist kein Problem mehr. Aber Emily, da gibt's noch was. Als ich noch in Dunwall lebte, habe ich Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ist das nicht eine Voraussetzung für das Bürgerrecht? Was ich zu sagen habe, ist kein Witz.
Ich habe Delilah und Ashworth gekannt. Ich habe ihren Scheiß geglaubt und bin auf die schiefe Bahn geraten. Vor allem dachte ich, dass Delilah tot ist. Ich will jetzt nicht darüber reden, aber Sie sollten es wissen. Ich bereue vieles. Gut, Megan. Vielen Dank für Ihre offenen Worte. Ich habe das Gefühl, Sie haben es verdient. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ja, komm, weg hier. Weg. Ja, gehen wir. Ja, gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Way. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Cerkonos und Delilah. So. So, was ist denn jetzt passiert? Leichenentdeckung 6, Entdeckung 23. Gegner getötet 5, insgesamt getötet 5. Gesamter Chaosfaktor wieder mal gering. Das ist gut. Das ist super. Das ist so gut. Oh. Ich könnte mich selber küssen. So, ich weiß nicht, wie lang das Spiel insgesamt ist, aber ich denke mal maximal 14 Stunden. Ungefähr. Ist zumindest eine Schätzung. Seit mehreren Jahren ist Delilah hier immer stärker geworden. Bringt Leute gegen mich auf. Warum habe ich das nicht gesehen? Was habe ich derweil gemacht? So getan, als hörte ich bei Hofe zu, mit einer Bürokratenarmee geherrscht, auf die nächste Chance gewartet, aus dem Dunwall Tower zu entkommen. Tja, jetzt bin ich frei. Könnte ich doch nur zurück. Aramis Stilton war einst mit dem Herzog verbündet. Als Besitzer von Kanakas Bergwerken lebte Stilton in einem befestigten Bunker mitten im Staubbezirk. Seit Jahren wurde er nicht gesehen, seit Delilah mit ihren Aktionen begonnen hat. Aber ob Stilton nun lebt oder tot ist, sein Haus birgt den Schlüssel zu Delilahs Unsterblichkeit. Also müssen wir da als nächstes hin. Verstehe. Besprich dich mit deinen Verbündeten. Ja, das werden wir noch machen, bevor ich den ausmache. Dann sind wir sowieso genau auf meine Zeit gekommen. Und es hat ziemlich lange gedauert. Aber was willst du denn machen? Warum mache ich mir Sorgen? Megan kann auf sich aufpassen. Ich führe schon Selbstgespräche wie ein alter Spinner. Ja, das merkt man. Ist denn eigentlich noch die liebe Doktorin hier? Nee, die ist abgehauen. Was steht denn überhaupt hier? Audiograf. Mein Kopf wird langsam klar. Nun kann ich an meine Arbeit zurückkehren und den Leuten in Not helfen. Sie haben so viel für mich getan. Mich vor dem Wahnsinn und, schlimmer noch, einem Leben voll sadistischer Gewalt gerettet. Wie kann ich mich jemals revanchieren? Wenn ich bedenke, wer sie sind und was sie in Karnaca tun, kann ich ihnen nur Glück wünschen. Die Stadt, das Land, das Reich, alle zählen auf sie. Ich schicke ihnen etwas Besonderes. Ich hoffe, es hilft ihnen. Aha. Was wird denn das sein und wird es in meinem Raum sein oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Warte mal, ich gehe noch mal kurz in meinen Raum. Aber hier sehe ich erstmal nichts. Aha. Da ist ein Reiseprotokoll. Also kann ich nochmal nachgucken, was ich wahrscheinlich derweil getan habe. Brianna Ashworth, der Herzog, Jindosh, alle stehen unter dem Einfluss von Delilah. So wie ich früher auch. Hm. Ja, sieht ganz danach aus. Hier habe ich noch. Ich habe 5-mal Heilung und 7-mal das andere Zeug. Als Gefangener im alten Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Ja, wir können gleich reden. Alles in Ordnung? Ich hoffe mal schon. Also.
viel bleibt ja eigentlich gar nicht mehr. Obwohl, doch, müssten eigentlich noch einige Aufgaben auf uns warten. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus etwas Seltsames passiert sein muss vor 3 Jahren. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jindersch gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin, durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo Vater aufgewachsen ist. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Byrne umbringen. Und Byrne möchte Paolo tot sehen. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen, aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Werden sie mir helfen, in Aramis Stiltons Haus zu gelangen? Ich bin mir sicher, das funktioniert. Wer ist das schlimmere Übel? Ich spüre, wie dieser Ort und diese Leute meine Perspektive ändern. Wie wird mich das alles verändern? Tja, das weiß ich auch nicht. Aber wir müssen einen der beiden töten, ne? Entweder Paolo oder Vizeaufseher Byrne. Aber Paolo hat uns schon weitaus mehr Schwierigkeiten gemacht. Byrne habe ich noch gar nicht gesehen. Egal, wir werden uns auf jeden Fall irgendjemanden davon dann vorknöpfen. Wow, das ist ein riesiger Fisch. Aber sie kochen anscheinend immer noch ihr Süppchen. Fischscheibe. Aha. Ohohoho. Ja, das macht natürlich einiges an Schaden. So, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nur noch nach oben. Und dann würde ich auch die Folge beenden wollen. Wir haben ja jetzt einiges geschafft und es scheint Tag zu sein. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei sein würdet. Die Frage ist jetzt, wie ich das angehen werde, ne, in der nächsten Folge. Das weiß ich nämlich noch nicht. Aber ich schätze mal, ich werde Paolo entweder töten oder außer Gefecht. Ja, obwohl ich muss ihn töten, wa? Scheiße. Naja, egal. Wir werden uns eine Möglichkeit einfallen lassen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.